Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Das ist jetzt die letzte zum Thema Ehe und Beziehung. Und mein Gast heute war schon mal im Podcast. Ihr kennt sie, es ist Ira Schneider. Ira arbeitet in einem psychologischen Beratungsinstitut für Paare, Familien und Einzelpersonen. Freiberuflich ist sie als Dozentin an der Team F Akademie und als Paartherapeutin und Autorin unterwegs. Und Autorin ist jetzt nichts Neues. Sie hat jetzt ihr eigenes Buch geschrieben, ihr erstes Buch. Darüber unterhalten wir uns. Ansonsten ist sie auch in vielen Artikeln in verschiedenen Zeitschriften zu finden. Dieses Buch, worüber wir heute sprechen werden, ist der Begleiter für eine Reise hin zu einem liebevollen und nachhaltigen Miteinander. Und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch über ihr neues Buch und wünsche dir eine gute Zeit mit wertvollen Impulsen. Hallo und herzlich willkommen beim Team F Podcast Beziehungshelden. Hier inspirieren wir dich, wie du deine Beziehungen noch mehr genießen, heilen und leben kannst. Wir wünschen dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Ira. Hallo, liebe Simona. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich nicht nur, sondern ich bin wirklich sehr gespannt, denn dein erstes Buch liegt im Moment noch zum Zeit dieser Aufnahme in irgendeinem Lager, ich weiß es gar nicht genau, und wird am 3. Juni erscheinen. Und ich freue mich, also ich kann das richtig spüren, wie es muss echt aufregend sein, so ein, wenn man sein erstes Buch dann irgendwann in den Händen hält und wenn das dann in die Welt hinausgeht. Wie geht's dir damit? Ich bin auch echt gespannt. Ich glaube, es wird heute oder nächste Woche gedruckt. Also gerade ist es so kurz vor Druck. Von daher, genau, bin ich ganz gespannt, wenn ich dann aus dem Verlag die E-Mail bekomme, dass es jetzt quasi existiert. Genau. Mhm. Ja. Doch, es ist auf jeden Fall spannend und ja, es ist wirklich auch, man muss da auch was loslassen und es dann in die Welt geben. Das ist schon ein besonderer Prozess gewesen einfach auch. Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du erzähl mal, worum geht es in deinem Buch? Der Titel, denke ich, sagt schon ein bisschen was. Jeden Tag ein neues Ja. Es geht um so eine ganz tiefe Ja-Haltung. Ich nenne es in dem Buch die Ja-Gesinnung. Und dieses Jahr, das ist irgendwie bereit, sich füreinander emotional zu engagieren. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich sage immer, das Buch ist ein Dreiklang. Es ist sehr viel therapeutisch, sehr viel geistlich, sehr viel persönlich. Und ich decke den Paaren so ein bisschen den Tisch, so ein buntes Buffet. Und jeder guckt, welche Nahrung er gerade braucht. Und kann das nehmen, was gerade die Beziehung nährt. Und das liegen lassen, was vielleicht gerade nicht dran ist. Und ich würde sagen, es ist wie in zwei so größere Teile eingeteilt. Das Hier und Jetzt, das ist der Gestaltungsraum, den wir gemeinsam als Paar befüllen können. Da geht es ganz viel auch um den Alltag. Wie können wir miteinander gestalten? Wie können wir diesen Beziehungsraum, den wir haben, wirklich so füllen, dass es uns als Paar entspricht und dass es zu uns als Paar passt? Und das Zweite ist das Dort und Damals. Das ist das Gepäck, was wir auch mitbringen. Das sind vielleicht alte Wunden, das sind alte Erfahrungen, das ist das, was uns in der frühkindlichen Entwicklung geprägt hat, das ist unsere Biografie. Und der gilt es auch, sich behutsam zuzuwenden, als Paar gemeinsam auch Dinge anzuschauen, die vielleicht ein bisschen schmerzlich sind, aber eben mit dieser großen Ja-Haltung zu sagen, ja, und auch das gehört dazu. Wir trauen uns, gucken uns was an, weil ich habe so einen Satz im Buch, zurückblicken wirft Paare nach vorne. Und ich finde, das ist so ein ganz besonderes Geheimnis auch. Ich kenne ja auch schon eine Menge Ehebücher. Und es gibt ja sehr, sehr viele schon auf dem Markt. Und jetzt kommt deins, gesellt sich noch mit dazu, es kommt deins. Was unterscheidet dein Buch von den anderen Beziehungsbüchern? Genau, stimmt, Simona. Ich erinnere es auf jeden Fall. Du hast mir irgendwann mal verraten, dass du schon in sehr frühen Jahren Ehebücher gewesen bist. Ja, mit 16 habe ich angefangen. Das ist krass. Ich würde sagen, jedes Buch braucht ein USP, ein Unique Selling Point. Also etwas, was es sozusagen von den anderen Büchern vielleicht auch ein wenig unterscheidet. Und ich würde definitiv sagen, dass ich in meinem Buch
sowohl aus der Bindungstheorie, sowohl aus der tiefenpsychologischen und auch aus der systemischen Therapie, also aus allen drei therapeutischen Verfahren, mit denen ich auch mit Paaren arbeite, wirklich versuche, ich nenne es jetzt mal psychoedukativ, also die Psyche zu beschulen, Paaren wirklich Fachwissen an die Hand zu geben, aber ich versuche es so gut verpackt in einfache Sprache zu kleiden, damit es eben für die Paare niedrigschwellig zugänglich ist. Aber ich denke auch, das ist vielleicht ein Unterschied. Es ist nicht nur eine geistliche Perspektive, sondern es bringt auch wirklich diese therapeutische Perspektive ein. Ich trage auch Forschung rund um Paarbeziehungen in das Buch mit hinein. Und ich greife aber auch so Dinge auf wie Mental Load oder Care-Arbeit, ja, die Last an alles dran denken zu müssen. Wirklich auch Arbeit, die nicht Erwerbsarbeit ist, zu schätzen. Und gerade wenn ich da Materialien für die Paare an die Hand gebe, wo es zum Beispiel darum geht, auch zu schauen, wo stehen wir gerade, Standortbestimmungen zu machen, da berücksichtige ich eben diese Teile. Ich habe jetzt keine ganzen Kapitel dazu, aber ich denke das mit, würde ich sagen. Das, denke ich, unterscheidet das Buch auf jeden Fall und der starke Fokus wirklich auch auf die frühkindlichen Entwicklungen mit primären Bindungspersonen. Bei vielen sind es die Eltern, bei einigen Menschen sind es eben auch nicht die Eltern gewesen. Deswegen versuche ich immer wieder auch von Bindungs- oder Beziehungspersonen zu sprechen. Der klassische christliche Begriff ist ja so die Herkunftsfamilie oder die Primärfamilie. Da gebe ich viel mit an die Hand, auch was pränatale Bindung, was ist eigentlich passiert in der Zeit, wo deine Eltern, wo die Mutter schwanger war? Wie ist es der Mutter eigentlich ergangen? Sich auch mal über solche Fragen Gedanken zu machen, weil wir eben wissen, es gibt eine pränatale Bindung. Es passiert etwas vor der Geburt und auch dazu gibt es Fragen für die Paare. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen Biografiearbeit im Dialog. Also das Paar darf gemeinsam schauen und gemeinsam sich dem zuwenden und aber auch gemeinsam immer wieder entscheiden, nicht für alles ist es jetzt die Zeit, nicht alles ist dran, nicht alles ist verdaubar und verträglich. Aber ich denke, viele Themen bei Paaren wabern so diffus im Raum oder sind noch nicht ganz greifbar und ich versuche wirklich den Paaren eine Sprache an die Hand zu geben. Eine Sprache für das Unausgesprochene im Grunde. Das klingt wirklich nach Inhalt, der kein Fastfood ist, aber der schon sehr gehaltvoll ist, aber bekömmlich. Also so ist es gerade so für mich im Kopf, wenn ich mir da so ein Bild machen dürfte. Und ich finde es total klasse, dass du dass du damit rausgehst, dass du das an die Hand genommen hast, noch ein Buch dazu zu stellen zu den vielen anderen, weil ich muss sagen, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Menschen, die haben so viele unterschiedliche Zugänge und so vor allem Perspektiven und Blickwinkel. Und ich finde, dein Buch würde wahrscheinlich fehlen sonst mit deiner Expertise, mit dem, was du entdeckt hast, was du gehört hast, gesehen, gelesen hast und dass du das rein mitbringst. Ich finde es total großartig. Also vielen, vielen Dank dafür und ich gehe von aus, das wird für viele wirklich zum Segen sein. Ja, ich habe einen Blick, ich habe es noch nicht in den Händen, ich durfte nur einen Blick in das Inhaltsverzeichnis werfen und dort steht auch was zum Beispiel von Paarbiografie, das hattest du jetzt gerade angesprochen, also würdest du dazu noch gerne was sagen, was bedeutet das und vor allem, warum ist das so wichtig? Genau, ich unterscheide in dem Buch zwei biografische Begriffe. Einmal die eigene Biografie, die wir mitbringen, also unsere Selbstanteile und dann eben die Biografie als Paar. Auch als Paar legen wir eine gemeinsame Geschichte hinter uns. Wir schreiben eine gemeinsame Geschichte als Paar und die hat irgendwann mal begonnen. Und gerade auch dieser Moment, wo Paare sich kennenlernen, das ist psychodynamisch gesehen ein hoher Projektionsmoment. Da projizieren wir ganz viel von Wünschen, Erwartungen, altem Schmerz, der sich so wie gelöst im Gegenüber anfühlt. Das passiert ganz viel in diesem Projektionsmoment und der ist extrem wichtig. Der ist auch dann wichtig, wenn Paare später in die Krise kommen. Das, in das wir uns verlieben, ist oftmals auch das, was später für Paare schwierig sein kann, weil wir eben in dem anderen
im ersten Moment etwas finden, was uns selber fehlt und uns das eben erstmal bereichert. Und dann kann es später dazu kommen, dass das eben zur Belastung wird, wenn wir nicht erkennen, dass es auch Selbstanteile sind, die wir in dem anderen verlagert haben. Aber da gehe ich gar nicht so drauf ein in dem Buch. Jetzt habe ich gerade so einen großen Eimer um. Ja, man merkt, dass das wirklich lebt in dir. Das habe ich nur so stellenweise in dem Buch. Aber was total wichtig ist, finde ich, ist, die Bibel sagt immer wieder, Gott sagt zu seinem Volk, erinnert euch, erinnert euch, erinnert euch, erinnert euch. Und ich finde, das ist ein großes Geheimnis. Gott sagt, eine gute, gelingende Beziehung, die erinnert sich auch immer wieder an ganz besondere Momente. Und er zeigt das in der Beziehung zu uns. Und ich finde, wir können uns da was von Gott abgucken und sagen, okay, wir können uns auch immer wieder gemeinsam erinnern. Und das ist eine gemeinsame Arbeit, auch zu sagen, wir setzen uns hin, wir schauen uns vielleicht ein altes Album an oder wir setzen uns hin und sammeln Zeitdokumente. Also es geht ganz viel in diesem Paarbiografie-Kapitel darum, Zeitdokumente zu schaffen. Ich kann mich erinnern, da habe ich meinen Mann, da waren wir frisch zusammen und auch noch nicht ganz zusammen. Da habe ich die ersten 100 Begegnungen, die wir hatten, aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, was wir in den ersten 100 Begegnungen gemacht haben. Und dieses kleine Büchlein, das habe ich ihm irgendwann mal geschenkt. Und das ist irgendwie total cool. Manche Sachen, die da drin stehen, sind ja auch gar nicht so spektakulär. Aber auf jeden Fall können wir immer nachschlagen, was wir in den ersten 100 Begegnungen miteinander erlebt haben. Und das ist für mich ein Zeitdokument. Oder unser Chat aus den ersten 6 Monaten, der war sehr, sehr üppig. Und den haben wir gedruckt und gebunden, hier zu Hause liegen. Und es ist total schön, den aufzuschlagen und irgendwie zu sehen, aha, am 7. April um 4 Uhr morgens haben wir nochmal Gute Nacht geschrieben oder was auch immer, als wir die Nacht durchgemacht haben. Und das ist wirklich diese Zeitdokumente, das ist etwas, was wir einer anderen Generation auch hinterlassen. Im Untertitel geht es darum, eine Segenslinie zu ziehen. Und diese Segenslinie ist wirklich ein Erbe. Das ist nicht nur für uns, für unser Heute, das ist nicht nur, also es zirkuliert nicht nur um uns als Paar, es zirkuliert um eine Generation nach uns, die wir damit bereichern, seien es leibliche Kinder, seien es Menschen, die wir vielleicht, in die wir uns investieren, die uns vielleicht wie so geistliche Kinder sind. Es geht um mehr als um das Jetzt und um das einzelne Paar. Es geht wirklich um eine Segenslinie. Es geht um ein gutes Erbe, was wir mit Zeitdokumenten und mit unserer Paarbiografie hinterlassen. Ja, das meine ich. Ja, also ich kann das wirklich nur bestätigen und dich da bestärken oder auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestärken, soweit man sich dran noch erinnern kann oder ich weiß ja nicht, in welcher Phase alle gerade so sind, das so gut wie es geht nachzuholen oder auch, wenn man gerade am Beginn ist, sowas zu machen. Und vielleicht ein kurzes Beispiel von uns. Wir hatten vor 7 oder 8 Jahren wirklich richtig krass eine Krise. Das haben die wenigsten mitbekommen. Es war auch nicht wahnsinnig lang, aber wir hatten eine Krise. Und das hat uns den Arsch gerettet. Darf man das hier sagen im Podcast? Ich sage das jetzt einfach mal. Weil tatsächlich das, was ich gemacht habe, als ich wenn es einem so den Boden unter den Füßen wegzieht und man seine Beziehung in Frage stellt und Liebe in Frage stellt oder warum sind wir zusammen nochmal oder so. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Intuitiv, ich habe unsere Begegnungs-E-Mails rausgeholt, ich habe unsere Briefe rausgeholt, das, wie es angefangen hat und das, was wir da erlebt haben. Na, es ist nicht nur für die nächste Generation. Ich finde, es hat auch ganz was mit Identität auch zu tun. Dieses Reflektieren, na, ich glaube, das spielt alles mit irgendwie eine Rolle in verschiedenen Ebenen. Aber das nochmal so von meiner Seite, von unserer Seite, das lohnt sich. Und wir sind so froh gewesen, dass wir das noch hatten. Und dann konnten wir da wieder anknüpfen und haben das dann gemeinsam gelesen und geguckt. Also in erster Linie war es so ganz essentiell in diesem Moment für mich und die Sicht auf unsere Beziehung. Also ja, ganz, ganz toll. Also da
Schön, dass du das mit in dem Buch so drin hast und so bedacht hast. Ganz toll, weil ich habe ja gerade gesagt, ne, die verschiedenen Perspektiven dazu. Ja. Danke, Simone, dass du das. Ja. Ja, das ist schon auch was Intimes und ja, danke, dass du das so mutig teilst und ich denke, ja, du bist sozusagen das lebendige Beispiel für diese Ja-Gesinnung, für dieses Ich sage Ja dazu, mir Altes wieder in die Hand zu nehmen. So. Mhm. Ja, ja, und das ist auch, was Team F ausmacht, ne? Und dass man aus seinem Leben erzählt. Und ja, genau, davon haben wir auch am Das Nahbare. Ganz genau. Ja. Und das ist das, was uns unser USP bei ja, Team F, das ist so die Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen, deutschlandweit in den meisten Seminaren, dass ihr so nahbar wart, dass ihr von euch erzählt habt, dass nicht nur die graue Theorie da war. Ja, lass uns nochmal zurückkommen zu deinem Buch. Für wen ist das Buch geschrieben? Also hast du da eine bestimmte Zielgruppe? Wer sollte das unbedingt lesen? Paare und Ehepaare, genau. Also ich würde sagen, da ist die Zielgruppe ziemlich klar. Es gibt so ein paar Stellen, beispielsweise wenn ich über das Trauversprechen spreche, das richtet sich dann vielleicht ein bisschen mehr an die Ehepaare, die das Trauversprechen schon ausgesprochen haben. Es geht eben darum, das Trauversprechen auch regelmäßig miteinander zu lesen oder nochmal anzuhören. Da sind wir wieder bei den Zeitdokumenten. Aber ich finde, das Buch funktioniert eben auch sehr, sehr gut für Paare. An der einen oder anderen Stelle müssen die sich dann vielleicht von Sachen abgrenzen, wo sie sagen, ach, das betrifft uns vielleicht noch nicht so ganz. Aber ich finde, es ist, können auch wunderbar einfach Paare lesen. Und ich persönlich finde auch, dass das Fachkollegium sozusagen im Bereich, wir arbeiten mit Paare, das Fachkollegium ist da ja sehr breit von Psychologen, Theologen, Gemeindereferenten, Ehrenämtler, Menschen, die Seminararbeit mit Paaren machen, Menschen, die in der Paartherapie arbeiten, Menschen, die eher im Coaching-Bereich unterwegs sind. Ich denke, die können auch viel profitieren. Es gibt ein Kapitel, das nennt sich Durch Sprache nah, durch Sprache Paar. Und da gebe ich eben auch viele Methoden, die ich auch selber entwickelt habe, mit an die Hand für die Paare. Und die können aber natürlich auch bestimmt hilfreich auch für Fachleute sein. Und ich finde, es gibt so das Kapitel Das seelische Innenleben. Das ist eben auch ein Kapitel, ich finde, das kann man auch wunderbar als Single lesen, weil es da wirklich um eine Innenschau geht. Und darum, wie wichtig es ist, den Blick nach innen zu wagen. Und ich denke, da sind auch Singles gut aufgehoben, genauso wie bei den bei dem Rucksack-Kapitel, wo es um die Biografie geht. Auch da gibt es ja viele, viele Fragen und Materialien an die Hand, die man natürlich auch ein Stück weit selbst bearbeiten kann. Toll. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich möchte hier gerne noch eine Rezension mal einwerfen, die ich gefunden habe. Wenn man das Buch kann man ja vorbestellen und da ist schon eine Rezension dabei und finde ich, die fand ich ganz, ganz gut. Ein inspirierender Ratgeber voller Leidenschaft für starke Ehen. Die persönliche Geschichte der Autorin verleiht diesem Buch Authentizität und Tiefe. Die gelungene Mischung aus Theorie und praktischen Anwendungen macht es zu einem wertvollen Begleiter für alle, die ihre Partnerschaft vertiefen möchten. Und ich ergänze mal, oder sich vorbereiten möchten. ganz, ganz toll. Und du hast es ja eben auch gerade gesagt, mit vielen praktischen Tipps. Ich glaube, das ist sowieso wichtig, dann in die Umsetzung zu kommen, weil Wissen, klar, das bekommt man gratis hier überall, ne? Dank Internet. Aber das mit der Umsetzung, das finde ich total großartig, dass du das damit reingelesen oder reingenommen hast. Hast du noch eine Lieblingsstelle aus deinem Buch, die du vielleicht, vielleicht kriegen wir eine kleine Mini-Lesung? Ja, das hattest du mich ja schon vorab gefragt. Da musste ich dann erstmal ein bisschen überlegen, was passt denn jetzt gut auch in unser Gespräch. Genau, ja, doch, ich kann gerne was vorlesen. Es geht um Spaziergänge und um Wanderwege. Und dann würde ich mal vorlesen. Von Spaziergängen und Wanderwegen. Ja zu sagen bedeutet, sich all dem Schönen zu widmen, das eine Paarwelt zu bieten hat.
Dieses Buch lädt euch ein, euer Paarsein zu feiern, all das Leichte, Fluffige und Blumige zu genießen. Ich nehme euch mit auf Spaziergänge, auf kurze und längere, durch all die schönen Landschaften, die euer Paarsein zu bieten hat. Wer jedoch eine Weile gemeinsam durchs Leben tanzt, erfährt auch Herausforderungen. Nicht nur ältere Paare, sondern auch viele junge Paare wissen unabweislich, jedem Paar begegnen Stolpersteine. Das Leben, das uns von außen vor Herausforderungen stellt, aber auch unser emotionales Gepäck, die Anteile, die wir mitbringen, können überwältigend sein. Genau deswegen nehmt euch dieses Buch nicht nur auf Spaziergänge mit, sondern auch auf Wanderwegen, die euch zu Überwindern machen. Gemeinsam machen wir uns mit eurem Gepäck durch die Berge und Täler. Dabei gilt es, sich den inneren und äußeren Gepäckstücken behutsam zuzuwenden. Viele sind ständig auf der Suche nach neuen Tools, nach etwas, das schnell hilft. Das alles hat seine Berechtigung. Für Wanderwege dagegen braucht man Zeit, um sie zu bewältigen. Genauso kostet es Zeit und Bereitschaft, sich den biografischen Spuren zuzuwenden. Aber es lohnt sich. Dieser Wanderweg kann für jedes Paar zu einer noch verbundeneren Zukunft führen. Denn etwas, das jedes Paar nach einigen Sitzungen feststellt, ist, dass man innerhalb einer Beziehung mit seinem Gegenüber so spricht, wie früher mit einem selbst gesprochen wurde. Oder dass man sein Gegenüber so erlebt, wie man Bindungspersonen in seiner Kindheit und Jugend erlebt hat. Da wiederholt sich etwas. Da wird etwas Altes aktualisiert. Geborgenheit und Schmerz. Macht und Ohnmacht. Vertrauen und Angst. Zuwendung und Abwendung. Das Gemenge unserer kindlichen Erfahrungen, und zwar sowohl der wohltuenden als auch der schmerzlichen, vermischt sich mit unserem Hier und Jetzt. Muss uns das beunruhigen? Auf keinen Fall. Mit unserem Gegenüber können wir Uraltes überschreiben, ein zutiefst heilsames Korrektiv erleben und neue Beziehungserfahrungen über alte legen. Wir können den Lebenspfad neu beschreiben. Was wir nicht verkennen dürfen, ist, dass wir unsere Prägung nicht einfach abschneiden, uns umdrehen und nach vorne schauen können, als wäre sie bedeutungslos. Sie bleibt bei uns, sie zählt, sie ist nicht egal. Sie richtet sich ein und beeinflusst unbewusst unser Handeln und Fühlen im Hier und Jetzt. Wir können sie nicht einfach wie ein Gewand abstreichen. Nein, abstreifen. Ich wiederhole den Satz nochmal. Wir können sie nicht einfach eben wie ein Gewand abstreifen. Nein, sie kommt in einem anderen Kleid wieder ans Tageslicht. Die vergangenen Erfahrungen jedes Einzelnen in seinem ursprünglichen familiären Umfeld und in seiner frühkindlichen Entwicklung haben mit den größten Einfluss auf eine Paarbeziehung. Das Gute ist aber, alles, was wir verstehen, kann uns daran hindern, unbewusst alte, verinnerlichte Reaktionsmuster zu wiederholen. Genau darum wird es in einigen der Kapitel gehen. Denn eins ist paradoxerweise wahr. Zurückblicken bringt Paare nach vorne. Ob ihr zu Beginn lieber erst einmal spazieren gehen und euch der gemeinsamen Wundertüte des Gestaltens widmen wollt oder gleich mit der Wandertour starten wollt, ist euch überlassen. Ihr entscheidet, was ihr gerade am meisten braucht. So oder so, ich freue mich auf die gemeinsame Reise mit euch. Es gibt kein besseres Schlusswort für diese Episode. Danke, 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 Ira. Und liebe Hörer, liebe Hörerin, das ist jetzt ein Auftrag. Kauft euch dieses Buch. Verschenkt es, lest es selbst. Tut euch und euren Beziehungen etwas Gutes. Ein Invest in bessere Beziehungen, in gute Beziehungen. Und alle Infos zu ihrem Buch, wie findet ihr, wie gewohnt, in der Podcast-Beschreibung. Danke, Ira, für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch und dass du uns einen kleinen Einblick in dein Buch gegeben hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank, liebe Simona, und danke für deine Zeit. Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de. Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.